Hey Leute, ich bin's, Richie Rüpel. Ich hab jetzt in diesen schweren Zeiten habe ich Alternativen gesucht zum Wrestling, weil leider dürfen keine Shows mehr stattfinden zurzeit. Und da habe ich diese Backyard Wrestling Liga gefunden. Ja, hier ist auch das Schild. Hier sieht man, hier geht's zur Show. Ja, deswegen werde ich jetzt mal da gleich hingehen. So, ich scoute ein bisschen heimlich hier. Ja, da ist hier, das ist hier der Ring. Das ist hier wahrscheinlich der Ring. Der sieht sehr professionell aus. Da ist hier so ein Typ. Hallo? Ja. Kaufen. Kaufen? Ja, was hast du noch? Top Preis. Ja. Super, aha. Super. Ja, das machen wir dann später. Das sind coole Sachen. Ja. Sag mal, du kommst mir ein bisschen bekannt vor. Du siehst aus wie der Wladimir Pripyat. Nein, I'm Pripyat. Prepaid. Ah, von dem habe ich gelesen im Internet. Ja. Waldemar Prepaid. Ja. Der Handyverkäufer. Oder sowas. Ja. Ah. Naja, da muss ja die Show jetzt gleich losgehen, oder? Der tanzt hier ganz schön auffällig. Sieht so ein bisschen Cowboy-mäßig aus. Ah, was war das denn? Kannst du das? Das habe ich schon mal gesehen. Das ist der erste Kämpfer hier, wow. Ah, das ist der Country Peeps. Ja, mit dem Gras im Mund. Cool. Aber Moment mal, diese Schlappen. Die habe ich auch schon mal gesehen. Ah, das sind ganz generische Schlappen. Die hat fast jeder. Also irgendwas stimmt ja doch ganz gewaltig nicht. Hm. Sieht das nicht aus? Lass mich hier komplett ausziehen. Hm. Die Stimme habe ich schon mal gehört. Was macht er jetzt? Ah. Hier so ein Scatman Joe Tanz hier. Line Dance oder wie sich das nennt hier. Jetzt muss er. Ach so, jetzt kommt sein Gegner gleich. Wer ist das denn? Also irgendwie kommt mir der auch ein bisschen bekannt vor. Burrito! Tortilla! Ah, das ist El Tortilla. Das ist der Fanliebling hier. Tortilla. Deutscher. Culo. Vorsicht, Stufe. Tortilla. Oh, also das kommt mir alles hier ein bisschen spanisch vor. Also beweglich ist er ja, kann man nichts sagen hier. Tortilla! Also, die Stimme kenne ich doch irgendwoher. Naja. Das sind jetzt die Kämpfer. Aber eigentlich. Eigentlich. Okay. Kämpfer, könnt ihr noch kurz warten? Ich muss noch mal. Ich wollte eigentlich. Ja, Leute, ich wollte eigentlich, dass meine Crew auch noch mit dabei ist hier. Deswegen rufe ich die jetzt gleich mal an. Natürlich den El Burrito und den Piepmann. Weil ich denke mal, das ist ziemlich professionell hier. Ich finde, das ist ziemlich professionell. Da sollten alle Unbefugten mit dabei sein. Wartet kurz. So, jetzt muss ich mal den Burrito anrufen. Die Unbefugten sollten das ja alles komplett angucken. So, Burrito. Da haben wir uns. So. Tortilla? Un momento. Burrito? Wo bist du denn? Was machst du denn in Mexiko? Geschäfte. Naja, ich bin hier jetzt bei so einer Backyard Wrestling Show.
Ich wollte dich eigentlich dabei haben. Schaffst du das jetzt in den nächsten 3 Minuten herzukommen? No. Ah, schade. Na gut, da versuch's mal beim Piepen an. Bis bald. Bis bald, Burrito. Ja. Ciao. Piepmann. Was haben wir denn hier? Da ist er. So. Es klingelt. Baby? Piepmann, wo bist du denn gerade? Oh, warte mal kurz, ich habe hier so ein komisches Feedback-Geräusch. Okay, dann habe ich mich verhört. Also Piepmann. Aha. Ach so. Okay, naja, ich bin ja bei so einer Show. Und da wollte ich dich dabei haben. Der Burrito kann leider auch nicht gerade. Hast du Zeit? Kannst du jetzt mal ganz schnell herkommen? Da war wohl die Verbindung weg. Ah, schade, das hat leider nicht geklappt, dass die Unbefugten jetzt alle hier vereint sind und sich die Show angucken. Naja, dann gucke ich halt hier alleine zu. Leute, bevor ihr anfangt, ich bin hier, weiß nicht, ob ihr mich erkannt habt, aber ich bin Richie Rüpel. Genau der. Ich mache hier ein paar Scouting-Aufnahmen, ja, ist das okay für euch? Ja. Sehr gut. Okay. Dann, Piep. Na gut. Also von mir aus kann es anfangen. Die Fans sind alle da. Also, ja, alle da. Ding, ding, ding. Oh, man sieht hier schon... Oh, ein sehr verbundener, naturverbundener Kämpfer. Okay, eine sehr spezielle Taktik hier am Anfang. Jetzt hat er sich hier in den Profiring gestürzt hier. Moment mal, immer diese... Hat er Torito gesagt? Was ist das denn? Das habe ich schon mal gesehen. Das habe ich schon mal... Nee, was macht er jetzt? Anderer Gang rein. Es ist der Vorwärtsgang. Wow! Oh. Da hat er den Gang nach vorne gestellt und dann ist er einfach nicht reingerannt. Das war ja brutal, das habe ich noch nie gesehen. Ah, jetzt tanzt er hier wieder, der Country Peep. Wow! Er kann sich nicht entscheiden, ob er ein Burrito oder ein Tortilla essen will. Was ist jetzt? Ach so, müssen die Fans zählen oder was? Okay. 1, 2. Nur 2. Also ich muss sagen, das ist schon ein sehr spannender Kampf hier in der Anfangsphase. Ja, DOS. DOS. Jetzt, was macht er jetzt? Oh, er sieht gar nichts. Er sieht nichts. Oh, das hat er. Oh Gottes Willen. Das hatte ich ja kaum drauf hier alles. So schnell ging das. Man hat gesehen, er hat seinen Poncho benutzt. Das Terminares Adoros. Das wäre natürlich was. Bei FWK noch einen zweiten spanischen Wrestler zusammen. Jetzt kommt der Burrito El Tortilla Splash. Da haben sie sich jetzt irgendwie... Ich glaube, da haben sie sich jetzt irgendwie beide verletzt, aber ich denke ja, dass der Country Peep... 1, 2... Ach. Und das. Ja, sie. Das. Nur das. 2. Er isst noch mehr Gras. Oh.
Mann! Au! Oh, ich krieg Angst! Ah, oh! Was ist jetzt passiert? Alles in Ordnung, Sir? Um Gottes Willen. Das ist ja wohl das beste Backyard-Wrestling, was ich je gesehen habe. Diese ganzen Profi-Wrestler mit ihren Business-Meinungen, die können ja gar nichts. Sie schenken sich nichts. Oh, jetzt. Jetzt machen sie, jetzt nehmen sie ja den professionellen Ring auseinander. Jetzt sind sie ja mit dem Ring gegeneinander geprallt. Eins, zwei, drei. Der Kampf ist vorbei. Aber ist jetzt ein Doppel. Also es war ein doppelter Pin. Also haben jetzt beide gleichzeitig gewonnen und gleichzeitig verloren. Das ist wie Schrödingers Wrestling Match, könnte man sagen. Aber wer kämpft jetzt denn gegen den Endgegner? Waldemar, Prepaid. Also ich würde sagen, alle beide vielleicht oder hat er jetzt automatisch gewonnen? Okay, er kämpft gegen euch beide jetzt. Also, ich war jetzt kurz an der Snackbar, eine kleine Erfrischung holen, was zu essen und jetzt geht's gleich zum Finale hier weiter. So. Das ist Waldemar Prepaid. Ich will mal wieder sein Zeug hier andrehen. Ja, ich habe erst schon gesagt, das machen wir später. Ja, ist coole Sachen, ist klasse. Aber Moment mal. Ah, du bist ein großer Fan von Vladimir Pripyat, dem FTK-Wrestler. Okay, bist du bereit? El Tortilla. Bist du bereit? Country Peep. Bist du bereit? Okay, dann würde ich sagen, er stärkt sich noch kurz, dann geht das Match auch gleich los hier. Oh, hier geht's gleich los mit Schlägen. Wie scheint mir nicht an zu. Und. Um Gottes Willen. Beide außer Gefecht. Eins. Zwei, drei. Hat jetzt eigentlich hat er schon. Oh, er pinnt ihn auch nochmal. Eins, zwei, drei. Waldemar Prepaid hat den Kampf gewonnen. Dieses Turnier, dieses Mini-Turnier hier. Wow. Also das war eine krasse Show hier. Muss ich wirklich sagen. Ja, ich nehme das. Danke, danke. Cool. Ach, Geld willst du dafür haben? Nee, hab ich nicht. Beruhige dich. Ja, die Verlierer nochmal. No. Erst hat es dir doch noch geschmeckt. Momentchen mal. Burrito. Jetzt geht mir auch ein Licht auf. Moment mal. Piepmann. El Burrito. War dir das schon die ganze Zeit hier? Und da musst du. Da bist du ja. Vladimir Pripyat. Ja, die Schlappen, ich dachte, das sind so generische Wrestling-Schlappen, die hat fast jeder. Aber ich habe euch nicht erkannt. Jetzt seid ihr ja doch hier, jetzt seid ihr ja angetreten. Bei dieser Backyard-Wrestling-Veranstaltung, das ist doch gar nicht professionell. Das habe ich euch doch extra verboten. Denn wir machen nur bei FWK, machen wir nur professionelle Shows. Die können wir aber zurzeit können wir die leider nicht veranstalten. Dann, deswegen seid ihr hergekommen. Ja, meine, ich wollte euch eigentlich, das war eigentlich zum Scouten gedacht hier.
neue Talente für FEK, aber ihr seid ja schon bei FEK. Oh. Naja, aber insgesamt muss ich sagen, die Show war schon echt gut. Das war echt super. Von dir auch. Ja, cool. Bin sehr stolz auf euch. Rita! Yeah! 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 Ah, Rita! Ah, yeah! Yeah!